Hallöchen, Popöchen. Und welcome to a new format on this channel. Ja, diesen klassischen Geschmackstest gibt's einfach nicht mehr, weil kein Interesse darum, was macht man dann letztendlich? Man macht eine neue Playlist, einen neuen Titel, macht ein neues Format raus, obwohl es im Prinzip nichts anderes ist. Und zwar nennt sich das Ganze hier Hype oder Fail. Ich habe mir so was rausgesucht, wo eigentlich überall gehypt wird, und dem möchte ich jetzt mal als alter dahin vegetierender, sterbender Sack, wie es auch leider so ist, weil meine Gesundheit ist am Arsch, ne? Werde ich das aber noch dann mal der ganze Sache hier auf den Zahn gehen oder fühlen, wie man so schön sagt, und mal schauen, ob das jetzt wirklich auch für mich ein Hype ist oder ein Fail. Und zwar habe ich mir heute auch rausgesucht, wie auch schon im Thumbnail, tolles Ding, ne? Man macht immer einen auf mysteriös, aber man hat ja ein Thumbnail, da weiß man es eh schon. Und zwar von, habe ich gedacht, ja, der gute liebe Crispy Rob, den ich ja schön grüße. Schaue ich sehr gerne mal ab und zu seine Videos an, wenn er hier auf Tour ist und essen geht. Habe ich mir heute zwei Chipsorten rausgesucht, weil die sind ja überall gehypt. Jeder ist ja so begeistert von diesen Chips. Und zwar... wie man unschwer erkennen kann. Ich möchte auch ins Bild. Die Rob Chips, Sour Cream und Ketchup. Den werde ich jetzt mal auf den Zahn fühlen. Sind die wirklich so gehypt oder taugen die was oder sind sie nichts? Sind ja eigentlich Schweine teuer, ich weiß gar nicht, was sie regulär kosten. Sind ja nur und sind nur 120 Gramm drin, glaube ich, gell? Hier die Grammzahl nicht. Ah doch, 120 Gramm sind in so zwei drin. Wie gesagt, einmal hier die Sour Cream und einmal die Last Ketchup. Die werden wir jetzt testen. Wir fangen mal an mit den Ketchup. Wie gesagt, überall hyped hier Chips, wie sie sein sollten. Fruchtig, süß, extra groß. Ich meine, das Design, jo, dezent, schlicht. Bei Crispy Rob. Seit 2022. Wow. Ich shake erstmal. Ketchup. Erstmal gucken wir. Mal eine rausholen. Extra groß, ja. Wow. Ist das extra groß? Und ich habe nicht nur eins, das ist ja. Ist auch nicht extra groß. Da ist jetzt ein größerer, ja. Ne, wo war sie denn? Also ab eins, die ist jetzt extra groß, ja. Aber so überwiegend tun die ganz normale Größe. Hahaha, ha, ha, schon mal verarscht. Ja, ich lach mich tot. Hm. Wow. Geschmack, der erste Kontakt sozusagen, der war jetzt gar mal so schlecht. Mmh. Wow. Okay. Der Geschmack, Geschmack, gleichen Ketchup-Geschmack in den Mund gehabt. Dieses tomatige, fruchtige, süße. Wie Ketchup. Also der ist schon mal zu 100% gegebener Geschmack. Wow. Aber, jetzt kommt das Aber. Moment, muss mal gucken. Wow. Also der Geschmack ist 1A. Da gebe ich vollkommen zu, das ist Hype. Geschmack ist 1A. Wirklich? Man hat gleich dieses typische Ketchup-Aroma, den Taste voll in der Birne drin. Aber für mich als zahnloses Ding, weil ich habe oben gar keine Zähne, nur eine Prothese, die liegt im Bad, sind sie aber etwas.
Oh. Etwas zu dick. Viel zu dick. Ich bevorzuge ja Chips, die schön dünn sind und so ganz smooth und so ganz zart, halt was zart, ein zarter Chip, nicht so ein brachiales, dickes Ding, ne? Wo schon eher so in Richtung hauchdünner oder dünner Keks. Nicht rausspucken. Dünner Keks geht. Also für mich sind sie zu dick. Aber der stimmt jetzt wieder von der Größe her, ne? Aber das sind nicht alle, sondern nur ein Teil. Ein geringer Teil, wo wirklich extra groß sind. Der Rest sind eigentlich alle, so wie ich das sehe, normale Größe. Also, wenn jetzt alle so wären, okay, aber es suggeriert ja schon wieder was Falsches, einen falschen Eindruck. Extra groß, dann gehe ich davon aus, dass alle extra groß sind. Sonst müsste ich draufschreiben, mit extra großem Anteil oder mit Anteil an extra großen. Aber so, wenn man nur draufschreibt, extra groß wie auf der Tüte hier, dann gehe ich davon aus, dass alle so sind in der Größe. Und das trifft schon mal nicht zu. Minuspunkt. Und für mich halt viel zu dick. Aber der Geschmack ist gut. Keks, Keks. Viel Salz. So muss ich sagen, Geschmacksträger. Ein ganz normaler Tipp. Normale Größe. Aber für mich sehr schwierig zu essen. Ja. Also ich verstehe den Hype, ich verstehe ihn, aber nur verstehen. Weil der Geschmack ist schon 1A. Da kann man wieder, also geschmacklich gesehen, versprechen die zu 100% das, was es sein soll. Zu 100%, ja. Das hat er wirklich gut gemacht, der liebe Rob. Aber halt, dass sehr wenige extra große drin sind. Ist schon mal ein schlechter, macht einen schlechten Eindruck, weil das ist für mich Verarsche. Und dann halt diese extreme Dicke, wo mir viel zu dick ist. Klar, manche mögen das, aber ich mag das halt absolut nicht. Also wie gesagt, ich verstehe den Hype. Aber für mich zieht es jetzt runter, weil diese Verarsche mit den Großen und eben diese Dicke tut mir dann dieses geschmacklich geile Aroma wieder kaputt machen durch das. Weil danach habe ich halt blutig aus der Fresse. Ja. Wir testen mal die Sour Cream. Das muss es halt sein, weil ich bin absoluter Sour Cream-Liebhaber. Sour Cream Geschmack. Oh, super knusprig, extra würzig. Ah, da steht jetzt nicht drauf extra groß. Okay. Da steht nur drauf super knusprig und extra würzig. Aha. Hinten drauf ist auch immer so ein Rezept für einen Sour Cream Dip. Ne? Sour Cream Dip. Auf den Lost Ketchup war drauf ein Rezept für Mayo Dip. Finde ich gut. Finde ich eine gute Idee. Ja. Finde ich eine gute Idee. Wir gucken mal. Oh. Da kommt aber mal gleich ein Taste in die Nase. Wow. Selten so einen gewürzten. Der macht ja gar nichts, das dumme Stück. Hallo? Der kriegt ja gar nichts auf die Reihe, die Kamera. Also, wow, riechen tun sie gut.
Oh. Oh. Wow. Holla die Waldbär. Da kann man gerade die ganzen Gewürze, wo da drauf sind, voll ablecken. Geiler Salzgehalt. Ein wunderschönes Aroma. Wow. Das ist für mich vom Geschmack her volle Lotte ein Sour Cream Chip. Rob. Daumen hoch. Wow. Oh. 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 Das ist ein Keks. Oh. No. Wow. Super knusprig. Trifft vollkommen zu. Das ist für mich jetzt ein Keks. Das hat für mich nichts mehr mit dem Chip zu tun. No. Die sind ja noch dicker wie die Ketchup. Oh, aber der Geschmack ist doch geil. Oh. Die Musik, die ihr hört, die ich von Streamlabs da selber. Alles copyright free. Kann ich nur empfehlen. Ah, nee. Seht ihr das? Kann man das sehen? Das kann man nicht sehen. Wie dick die sind. Also die Kamera macht gar nichts, die blöde Kuh. Also dicke Chips habe ich noch nie gesehen. Und das ist absolut in meiner Welt. Ah nein! Das ist für mich ein Keks, ein dünner Knusperkeks, aber kein Chip. Nee. Hör mal. Das macht keinen Spaß. Nee. Da meinst du wirklich, du hast einen Keks. Mund behalten. Ein Keks im Mund. Aber alles andere als ein Chip. Das macht keinen Spaß. Also das Essvergnügen. Von der Konsistenz her ist gleich null. Eher noch Double Minus hier. Meines. Aber, ja. Ja, yeah. Meine ganzen Finger sind die Kräuter dran. Gott, das ist geil. Also an der Würze spart er nicht und das finde ich gut. Aber halt, ne. Würde ich mir nie kaufen. Also nie wieder kaufen. Obwohl ich dies so. Ich bin schon fast süchtig auf den Geschmack, weil der so intensiv ist und geil. Aber eben dieses zu wissen, dass sie so dick sind, da, nee, das mag ich, das geht nicht. Das ist kein Chip, das ist ein Keks. Du willst dir eine Pizza machen oder willst Pizza essen? Und kaufst dann deine Wagner Pizza. Eine Wagner Pizza hat zum Beispiel für mich auch nichts mit einer Pizza zu tun. Das ist ein Keksboden. Aber kein Teig. Das ist ein Keks. Das ist dann für mich keine Pizza, sondern ein großer Keks. Hä? Wagner Pizza. Keksboden. Schlunz. Kauft man nicht. Hä? Ist genau das gleiche Spiel in Grün. Oh. 2 übereinander, dann hast du hier einen Tuck. Und die sind noch softer. Ja. Also, hopp. Sorry for that. Geschmacklich bist du die Bombe, ja. Da kann da keiner das Wasser reichen. Egal, ob jetzt die Ketchup oder die Sour Cream, wo ich jetzt ja probieren, da kann der kein Chipshersteller das Wasser reichen. Von der Menge an Gewürzen. Und das ist unbelievable, dass man da überhaupt noch hier Geld damit verdienen. Klar, dafür sind ja alle Schweine teuer. Aber mit der Konsistenz hast du an mir keinen neuen Kunden gefunden. Nee. Leider nicht, tut mir leid. Also,
Wie gesagt, Zwiebeln. Wieso sind da Zwiebeln drauf? Da könnt ihr doch da drauf schreiben, Sour Cream and Onion, oder? Wenn er da schon Zwiebelchen drauf macht. Suggeriert ja auch wieder nur einen falschen Eindruck, oder? Also, okay. Also machen wir das Negative. Also, wie gesagt, das Format nennt sich ja Hype oder Fail. Ich verstehe den Hype von den Chips, weil dieser Geschmack, wo das Ding die Chips haben, egal ob jetzt Sour Cream oder Ketchup, es gibt ja noch Meersalz, aber Meersalz hat ja nicht so viel Geschmack, ne? Ob es noch eine Magensorte gibt, ab und zu gibt es mal so eine Limited Edition, glaube ich. Ja. Aber ich habe jetzt zwei probiert. Das hypt schon, das ist der Hype. Der Geschmack kommt keiner Marke her dran, überhaupt nö. Bei länglich nicht mal meine geliebten Lorenz. Von der Intensivität. Aber eben, für mich hat das alles nur nichts mehr mit Chip zu tun. Weil gerade die Sour Cream, wo noch dicker waren wie die Ketchup, ist für mich ein Keks und kein Chip. Sorry. Also, Justitia macht mal hier. Also, man kann nicht sagen, mega Hype, aber auch kein Fail. Weil Geschmack und Keks, pari, unentschieden. Also man kann, wer das mag, macht da nichts Falsches. Und wer dafür so viel bezahlen will, selber schuld. Wenn es mir jemand schenken würde, esse ich sie natürlich auch, aber mir schenkt ja keiner was, weil man hat mich ja eh vergessen, aber ist ja wurscht, passt halt so nicht daher. Hallo Juli, das war das erste Part hier von Hype oder Fail, Rostis kuriosem Schlunzformat, das keiner sehen möchte. Wenn ihr wollt, was ihr eh nicht macht, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Habt ihr die Robs schon probiert? Was sagt ihr dazu? Wie haben sie euch gefallen? Mögt ihr dieses Dicke? Mögt es eher Sinn, wie ich. Schön hauchdünn. Gerade für mich ohne Zähne oben, weil ich mache ja meine Prothese nicht rein. Sieht aus wie ein Pferd. Und ich alles hier nur mit dem Gaumen esse, sind halt die sehr aua intensiv. Ne? In diesem Sinne, Grüße gehen raus an alle, die mich vergessen haben. War auch nur ironisch gemeint, ich grüße gar keinen. In diesem Sinne, Salut, aber ihr reitet nach Texas und bis zum nächsten Mal bei Hype oder Fail. Thank you for nothing.